Servus zusammen, wir sind im NBA Conference Semifinal angekommen. Einige Teams sind schon draußen, 8 kämpfen noch um die Meisterschaft und wir schauen uns jetzt die jeweiligen Runden im Osten und im Westen an. Bis in gleich. Oddspedia, the Sports Betting Community. Ja, also, was soll man sagen? Dallas ist draußen, mein absolutes Lieblingsteam. Spiel 7, es war hochdramatisch, darüber reden wir dann gleich, wenn es um die Serie Utah Jazz gegen LA Clippers geht. Gestern oder überhaupt sind ja schon ein paar Spiele gewesen in der zweiten Runde. Ich habe mir ein bisschen Urlaub gegönnt, war tatsächlich auch unterwegs und trotzdem geschafft, das ein oder andere Spiel zu sehen. Es sind tolle Playoffs. Und ja, gestern überraschend hoher Sieg der Brooklyn Nets gegen die Milwaukee Bucks. Das hatte ich jetzt auch nicht wirklich gedacht, ohne James Harden. Und die Suns gewinnen am Ende deutlich gegen die Nuggets, auch wenn sie zur Halbzeit noch mit einem Punkt dahinter waren. Philadelphia 76ers gegen Atlanta. Ich glaube, beide Teams haben wir im Semifinal gesehen. Klar war, dass Philadelphia gegen Washington gewinnen würde. Nicht ganz so klar, aber auch sehr, sehr wahrscheinlich, dass Atlanta es gegen New York machen würde. Hätte es enger erwartet, aber am Ende auf jeden Fall Atlanta vorne, denn die haben einfach sehr erfahrene und kaltschnäuzige Spieler und einen Trae Young, der bei seinen ersten Playoffs letztendlich überragend spielt und mittlerweile so schon ein bisschen als Bad Boy fungiert. Taut mir ja gar nicht zu, aber auch mit seinen Gesten läuft er dann immer so rum, hier, wenn er seinen Dreier trifft und die Leute zum Schweigen bringen möchte. Eiskalt ist er halt einfach. Erstes Spiel, Atlanta geht deutlich in Führung und am Ende waren es dann doch nochmal 3 Punkte Abstand nur, also fast wäre Philly noch rangekommen. Das ist auch für mich der Fingerzeig für diese Runde. So schwach Ben Simmons vielleicht auch in den Playoffs ist oder so leicht als zu verteidigen ist, so gut ist aber letztendlich ein Joel Embiid und ein Tobias Harris. Die werden das im Alleingang machen und ich glaube, wir werden hier ziemlich sicher einen Ausgleich finden bei diesem Spiel. Dementsprechend sind aber auch die Quoten mit 1,8 auf Philly nicht so gut. Hier habe ich auch mal im Vergleich die Serienquoten. Atlanta kriegt eine 2,2 und Philadelphia eine 1,71. Das ist definitiv value-haltig, außer wenn das Knie von Joel Embiid dann doch mehr wehtun würde und er das ein oder andere Spiel aussetzen müsste. Vor den Playoffs denkt man doch eigentlich immer, es kommt eh alles so, wie es kommen soll. Am Ende sind da die Lakers vorne oder wie auch immer. Phoenix Suns, tolle Saison gespielt, sind Zweiter. Chris Paul verletzt sich während Spiel 1 gegen die Lakers und das war es für LeBron und Co. Aber das war es nicht. Anthony Davis, der Starspieler, der beste Spieler der Lakers letztendlich, auch mit einer Verletzung nicht mehr wirklich mitgespielt und James ist halt auch nicht mehr der Jüngste und hat auch Schwierigkeiten mit dem ein oder anderen Muskel und vor allem seinem Knöchel. Also, Phoenix, tolle, souveräne erste Runde gespielt, sie haben den amtierenden Meister besiegt und da wird es jetzt bestimmt auch rumpeln. Wer ist nächstes Jahr noch dabei? Ich bin auch gespannt, was mit unserem deutschen Dennis Schröder passiert, denn der hat ja ein riesiges, ich glaube 80 Millionen, 4-Jahres-Angebot während der Saison abgelehnt und mal schauen, ob die Lakers ihn letztendlich dann noch nehmen werden. Denver, für mich die nächste Überraschung, also Phoenix hätte ich nicht im Halbfinale erwartet und Denver auch nicht, denn da habe ich die Portland Trailblazers favorisiert, denn Denver ohne Jamal Murray ist letztendlich Denver ohne Jamal Murray, aber Portland einfach katastrophal in der Defensive, haben sich jetzt auch von Terry Stotts, dem Trainer, getrennt und mal schauen, was da in den nächsten Wochen, Monaten passiert. Hier haben wir eine relativ ausgeglichene Serie. Aber es scheint nach Spiel 1, dass Chris Paul wieder fit ist und dementsprechend ranken die Buchmacher die Suns mit 1-2 für den Seriensieg nach dem 1-0 deutlich vorne. Ich denke, das hatte schon sogar ein bisschen Value, wenn man hier sagt, Denver holt mindestens 2 Spiele. Dafür ist auch das Team zu homogen. Ein Nikola Jokic, der ja Frontrunner in der MVP-Diskussion letztendlich ist, kommt ja auch das Ergebnis bei. Joel Embiid, Nikola Jokic, Steph Curry waren die Finalisten um die MVP-Wahl. Müssen wir mal schauen, was kommt. Aber die Suns auf jeden Fall ein super sympathisches Team, finde ich.
Ich mag Devin Booker, der ist einfach ein toller, toller Spieler, der ja, ist jetzt auch nicht so für Sperenzchen außerhalb des Platzes bekannt und vor allem ist er seit Anfang an seiner Karriere bei Phoenix und man hat eigentlich nie Trade-Gedanken von ihm so richtig gehört. Man hat immer gehört, er möchte gerne zusammenspielen mit D'Angelo Russell, vielleicht sogar Anthony Towns, am liebsten in Phoenix, dazu ist es nicht gekommen und jetzt hat er mit Chris Paul DeAndre Ayton, hier der Rookie, der auch eine starke Playoff-Season spielt. Saric, Bridges und ich weiß jetzt gerade nicht, wen ich alles genannt habe. Crowder, weiß nicht, ob ich den genannt habe. Das ist auf jeden Fall ein Team, was Spaß macht und die werden wir höchstwahrscheinlich auch im Finale sehen. Trotzdem im Conference-Final, aber trotzdem würde ich Denver hier nicht abschreiben. Ob man die Milwaukee Bucks abschreiben muss, ist so eine Frage. Nach einem wirklich überragenden Erstrundensieg gegen die Heat, ein 4-0, gab es im ersten Spiel gegen die Brooklyn Nets, trotz der Verletzung von James Harden, eine Niederlage. Ich hatte eigentlich erwartet, dass sie in Spiel 2 zurückkommen, weil man hat doch immer so gesagt während der Saison, okay, Brooklyn in der Offensive überragend und sie haben aber als Team nie so richtig hundertprozentig zusammengespielt. Das bedeutet, sie werden dann schon in den Playoffs irgendwie auf den Sack bekommen. Diese Bucks haben jetzt aber zwei Spiele enttäuscht. Wir schauen auch mal hier, was die Quoten angeht. Seriensieg 4,5 auf Brooklyn, 1,22 auf die Nets. Ich kann mir aber hier so eine ähnliche Serie vorstellen wie Clippers gegen Mavs. Da sind die Clippers auch 2-0. Am Anfang hinten gewesen und haben dann den Rest der Serie 4-1 gewonnen, also 4-3 insgesamt. Das heißt, ich würde hier die Bucks nicht abschreiben. Die sind jetzt mit dem Arsch zur Wand und Brooklyn hat jetzt eigentlich viel mehr zu verlieren. Und die Frage ist aber trotzdem, wann und ob James Harden zurückkommt. Der kann natürlich nochmal so einen Boost geben. Mike Budenholzer von Milwaukee ist leider dafür bekannt, dass er taktisch nicht wirklich viel ändert während der Serie. Er sagt halt dann einfach, ihr müsst hart spielen, ihr müsst verteidigen, ihr müsst eine Offensive treffen. Aber er ist für wenig Adjustments bekannt. Und Steve Nash auf der anderen Seite, man kann hier sagen, er ist Erstjahrestrainer, ist ein Rookie-Trainer, hat so das Ganze noch nie erlebt. Und aber er ist zweifach MVP. Er hat mit die strategisch wichtigste Position im Basketball bekleidet als Point Guard. Und noch wichtiger, sein Supporting Cast ist unter anderem als Coach Mike D'Antoni und auch noch ein paar andere weitere Bekannte. Also ist gefährlich, hier Brooklyn oder besser gesagt Steve Nash zu unterschätzen. Aber ich glaube, wir werden Spiel 5 in Brooklyn mit einem 2-2 sehen. Deshalb finde ich auch diese 1,63 absolut spielenswert. Vor allem auch, falls Harden nicht spielt, kann man auch hier die Asian Handicaps mit reinnehmen. Minus 28, nur eine 11, okay. Asian Handicap ist hier die Line bei minus 3,5. Das kann man schon machen, weil ich erwarte hier, dass wir eine explosive Milwaukee-Mannschaft sehen, die wieder zurückschlägt. Und dann haben wir noch die Utah Jazz gegen die LA Clippers. Jazz gewinnen souverän 4-0 mit Donovan Mitchell und das erste Spiel haben sie verloren, das war aber okay. Und jetzt hier die Clippers, die wirklich, ich hoffe, wer hier das Video sieht, hat ein paar Spiele von Clippers gegen Dallas gesehen. Dallas ist mit erhobenem Kopf da rausgegangen. Luka Doncic, phänomenale Serie, unglaublich. Aber aus meiner Sicht war er trotzdem nicht der beste Spieler auf dem Platz. Das war Kawhi Leonard, der die Clippers nicht alleine getragen hat. Denn er hat zwar unglaubliche Stats aufgelegt in der Offensive, also in der Defensive. In der Defensive, wenn er Doncic Man-to-Man gedeckt hat, hat Doncic eine wirklich schlechte Trefferquote. Und in der Offensive hat er wie zu seinen besten San Antonio-Zeiten eigentlich wie ein Roboter getroffen. Egal ob Korbleger, egal ob Dank, Dreier, Mid-Range-Jumper, das war überragend. Dann hat er auch noch seinen Mitspieler in Szene gesetzt. Genauso wie Paul George. Wahnsinnsspieler. Und die Roleplayer von den Clippers separierend diese beiden Superstars, die viele Teams haben in ähnlicher Form, vielleicht nicht ganz so gut, aber diese Roleplayer, die sie haben, mit Reggie Jackson, mit Rajon Rondo, mit Morris,
Senior, mit Terrence Mann, der ist Rookie und der hat dann mit so viel Selbstvertrauen gespielt. Mit Nicolas Batum war er auch ein Spieler, der irgendwann mal einen 20 Millionen Vertrag bekommen hat pro Jahr. Also sicherlich kein Schwacher. Und sie haben dann auch noch Zubac, der in der Serie gegen Dallas nicht wirklich viel gespielt hat. Also ein super tiefes Team, das dreimal eigentlich richtig mit dem Hintern zur Wand stand. 2-0 hinten, sind zurückgekommen. In Spiel 3 waren sie sogar 20 Punkte hinten, haben das trotzdem noch gewonnen. Dann liegen sie 3-2 hinten, waren im vierten Viertel, Mitte, Anfang vierten Viertels hinten. Jetzt auch im Spiel 7 waren sie dann 81-76 war es, glaube ich, hinten. Hab schon so ein bisschen gehofft, aber dann kommt so ein 30-4 Lauf, wo du auch denkst, ach du Scheiße. Und ich glaube, das kann dieses Team noch mehr zusammenschweißen und dass die daran glauben. Und die sind jetzt für mich auch der Top-Favorit. Spiel 1 kann man jetzt zweierlei hingehen. Auf der einen Seite die Clippers voll unter Adrenalin und hatten jetzt schon Do-or-Die-Spiele und können sich aufeinander verlassen, aber vielleicht ausgelaugt. Und auf der anderen Seite haben wir die Utah Jazz, die vielleicht sich gut vorbereiten haben können, sowohl taktisch als auch ausruhen konnten, aber sie haben jetzt schon länger kein Basketball mehr gespielt. Das letzte Spiel, das sehen wir hier, war am 3. Juni von den Jazz. Und das sind ja alles hier 4 sehr souveräne Siege, während die Clippers eigentlich im Rhythmus alle 2-3 Tage gespielt haben und natürlich eben 2 Spiele oder ein paar Spiele mehr hatten, aber auch hier knappe Duelle hatten. Also ist für mich eine super, super spannende Serie, bei der normalerweise die LA Clippers gewinnen müssten, denn die sind für mich der Top-Favorit auf den Titel, aber sie sind die LA Clippers und wer die Story von denen kennt, die waren noch nie im Conference Final in der Historie, seit es die gibt. Und auch letztes Jahr haben sie es nicht geschafft, obwohl sie 3-1 gegen die Nuggets geführt haben. Sie sind Serienaußenseiter und wenn du mal überlegst, das ist eine 2,15-Quote, das ist eigentlich eine Wette, die jeder Wetter da draußen machen sollte. Wenn Utah gegen LA spielt, wenn wir 100 Serien haben, würden doch mindestens 60, wenn nicht gar 65 dieser Serien an die Clippers gehen. Ich sag's nochmal, Paul George, Kawhi Leonard, eigentlich sollte man 5-mal Kawhi Leonard sagen, Reggie Jackson, Rajon Rondo, Verteidigung top. Sie können viele spielen, aber auf der anderen Seite haben wir Donovan Mitchell, der auch etwas zu beweisen hat, denn die haben letztes Jahr auch eine 3-1 Führung hergegeben. Und sie waren sogar noch näher an dem 4. Sieg als damals die Clippers. Und sie haben auch gegen die Nuggets verloren. Also, sehr, sehr spannende Sache. Und jetzt möchten wir hier nochmal schauen, was sind die Quoten für den Gesamtsieger. Da haben wir die Nets mit einer 2,1. So eigentlich, weiß ich nicht, für mich sind die Favoriten definitiv die Clippers. Und da würde ich sogar noch Bucks und 76ers von den Quoten deutlich attraktiver als die Nets finden. Eine 2,1, wenn du nicht weißt, ob James Harden wieder zurückkommt und ob und wie er dann drauf ist, wenn du weißt, die können nicht wirklich verteidigen. Also ist auf jeden Fall eine sehr, sehr spannende Saison. Und jetzt schauen wir mal, wie es weitergeht. Und ich melde mich dann wieder für das nächste NBA-Video, wenn wir im Finale sind. Davor hoffentlich schaut euch noch dieses Video an, lasst vielleicht ein Like da und klickt uns in der Europameisterschaft das ein oder andere Mal an, denn da werden Radek und ich auch ordentlich Gas geben. Bis dahin. Oddspedia, the Sports Betting Community.